Die gestrige Rallye an der Wall Street war getragen vor allem von der Tesla-Aktie. Und je länger ich über diese seltsame Hinaufstufung von Tesla durch Morgan Stanley nachdenke, umso mehr komme ich zur Erkenntnis, das stinkt ganz gewaltig. Wir haben gestern gesehen, Tesla unter hohem Volumen gestiegen. Viele Short-Eindeckungen, da hat es ein paar dicke Jungs erwischt. Da hat Morgan Stanley also dafür gesorgt, dass ein paar Mitbewerber aus der Branche richtig auf die Mütze bekommen haben, und das Ganze finde ich sehr, sehr seltsam. Schauen wir uns mal an, was da noch alles stinkt. Das ist eine ganze Menge. Aber erstmal hier diese Aufstufung. Da hat also jetzt Morgan Stanley entdeckt, dass Tesla einen Supercomputer namens Dojo hat, und mit denen würden dann Robotaxis und vielleicht auch Flugtassen oder irgendwie besser koordiniert werden können. Also man stuft also hier das Kursziel von 250 auf $400 nach oben. Das ist gewaltig, das ist riesig. Man sagt, also $500 Milliarden seien da durchaus drin. Und einer der Schlüsse, die ich daraus ziehe, ist, dass Morgan Stanley versucht, diese ganze KI-Euphorie, die so ein bisschen zu entschwinden drohte, auch mit den Vorwürfen gegen Nvidia, wieder zu beleben, jetzt sozusagen einen Short Squeeze hier zu veranlassen. Nochmal möglicherweise die eigenen Aktien, die man im Portfolio hatte, hier gut verkaufen zu können. Das muss man sich ja mal vorstellen. Morgan Stanley weiß ja ganz genau, was passiert, wenn die eine solche Heraufstufung machen. Wenn du eine solche Aktie im Depot hast und machst dann so eine Heraufstufung, dann kannst du das Geld ja zählen, das du damit verdienst. Also das ist hochproblematisch. Es ist sachlich nicht gerechtfertigt, wegen einem Robo-Computer, wegen einem Dojo-Computer, den man also vorher offenkundig nicht so richtig auf dem Zeiger hatte. Also was soll das? Das ist schon eine ganz miese Nummer aus meiner Sicht. Und die Folge war, dass Tesla 10% gestiegen ist. Eine Aktie, die auch noch getrieben hat, war Amazon. Und das, obwohl die Renditen nicht gefallen sind, sondern sogar in Richtung 4,30% sich entwickelt haben. Aber in der Summe waren es die Magnificent Seven, also die großen Tech-Aktien, die diese Rallye getrieben haben. Aber schauen wir uns mal ein paar Internals an, ein paar Dinge unter der Oberfläche. Das Verhältnis zwischen dem S&P 500 Equal Weight und dem Cap Weight, also dem Index, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, und dem marktgewichteten Index fällt weiter. Wir haben gestern praktisch den Equal Weight praktisch nicht im Plus gesehen, aber es waren eben dann diese Aktien, die Schwergewichteten wie etwa Tesla, die das Ganze nach oben gezogen haben. Wir sehen jetzt der Russell 2000, der kleinere Firmen abbildet, Nebenwerte, so ein Symbol für die inneramerikanische Wirtschaft, könnte man sagen, in Relation zum Nasdaq, jetzt auf dem tiefsten Stand seit dem Jahr 2000. Spricht jetzt nicht dafür, dass die Wirtschaft so bombig dasteht. Wir sehen nur 44% der Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt, und da sind viele andere Dinge, die so richtig, die nicht so richtig zusammenpassen, wo man nicht sagen kann, naja, das ist wirklich gesund, das macht Sinn, das ist ein breiter Aufschwung. Und heute im Fokus natürlich Apple mit der Vorstellung des iPhone 50. Man munkelt, es bekommt einen USB-C-Anschluss. Also da ist man aber innovativ wieder in die Vollen gegangen, muss man sagen. Da rockt ja in Sachen Innovation Apple angeschlagen charttechnisch. Hier mal ein Kommentar eines Menschen, der in China offenkundig lebt, der sagte, ich würde jetzt vorsichtig sein, Apple zu besitzen. Hier in China, everybody I talk on the ground in China, jeder, mit dem ich spreche, der zeigte eine gestiegene Grassroot Nationalism Pride. Also da wird jetzt auf Kosten, auf dem Rücken von Apple wird im Grunde jetzt der Nationalstolz verhandelt. Als Gegenkandidat Huawei, dann werden solche Comics da erstellt, wo Huawei gegen Apple kämpft und dann der lange Arm der Amerikaner versucht, Huawei wegzuschnipsen. Das gelingt aber nicht. Huawei wehrt sich. Also das zeigt eine Mentalität, das zeigt, wie die ganzen Dinge da sich aufgestellt haben. Warum das ein Problem ist für Apple, die etwa ein Fünftel ihres Umsatzes in Greater China machen. Böse Zungen sagen, ja, also Apple hat jetzt $27 Milliarden investiert, um das iPhone 15 ein Gramm leichter zu machen.
Das wäre eine sehr gute Investition, aber Apple hat natürlich das Risiko, wie Nvidia und wie andere auch, dass sie über TSMC natürlich hier die Sachen bauen lassen. Jetzt rechnen US-Sicherheitsexperten, dass noch vor 2027 Taiwan erobert wird durch China. Xi Jinping selber hat ja eine Deadline gesetzt bis 2029. Das ist der Führer, der an seinem Wort gemessen wird. Da wird er nicht zurück können. Wenn das dann nicht passiert, dann werden alle sagen, na, du hast doch gesagt. Also das muss er irgendwie tun. Also versucht Apple ja Risiken zu verlegen oder zu balancieren, indem man zum Beispiel rausgeht aus China, mehr in Indien produzieren lässt oder jetzt sogar oder in den USA oder sogar jetzt ja diese Fabrik in Sachsen, nicht? Da sieht man, wie stark diese Menschen in Not sind, wenn die jetzt sogar in Sachsen produzieren lassen. Ja, dann musst du ganz schön in der Scheiße sitzen. Kleiner Scherz am Rande, liebe Sachsen, ich schätze euch sehr. Aber sei es drum, also das ist das Thema, was heute natürlich im Fokus stehen wird. Und hier Nvidia sehen wir charttechnisch angeschlagen, neuralgische Marke, an der wir jetzt kämpfen. Neue Vorwürfe gegen Nvidia, neue Verdachtsmomente, wie kann das alles stimmen? Gestern nachbörslich dann Oracle, diese ganze Cloud-Geschichte ist ja auch gelaufen wie Hulle. Die Aktie ist, glaube ich, 55% jetzt gestiegen seit Jahresbeginn. 10% oder 9% sind gestern dann wieder entschwunden, weil eben die hohen Erwartungen nicht erfüllt wurden. Das könnte heute so diesen ganzen Cloud-Bereich ein bisschen belasten. Insgesamt sehen wir, dass Hedgefonds mehr und mehr shorten, während Retailer, also die Privatinvestoren, jetzt nicht mehr jeden Dip kaufen. Das sehen wir an diesen abnehmenden Calls zum Beispiel. Wir sehen, dass die CTAs, diese Vermögensverwalter, jetzt doch Positionen abgebaut haben, Long-Positionen abgebaut haben. Und Goldman Sachs sagt, also der VIX, die Volatilität, das Angstbarometer, ist zu günstig für das Umfeld. Und saisonal dürfte der VIX ja ansteigen, wenn sich die Muster der vergangenen Jahre jetzt wiederholen werden. Wir sehen, ein Trigger für die gestrige Rallye war auch, dass Oma Yellen gesagt hat, oh, they feel very good about the softening and the economy. Das ist natürlich völlig substanzfrei, was die gute Janet Yellen da sagt. Aber schauen wir uns mal die Zinskurve an. Wir sehen jetzt eine invertierte Zinskurve, die invertierter ist als vor jeder harschen Rezession. Also die Anleihemärkte sagen, Janet, du lügst. Und ich nehme auch an, dass sie bewusst lügt, weil natürlich diese ganze Administration sich versucht, über die Beschönigung der Lage natürlich in diesen Wahlkampf zu schleppen, sich da zu halten, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, es geht der Wirtschaft doch gut, weil wenn du sagst, naja, die Wirtschaft hat Probleme, dann brauchst du zur Wahl gar nicht erst antreten. Jedenfalls hat das den Dollarindex nach unten gebracht, neben den Interventionen der Chinesen und der Japaner. Und wenn der Dollar fällt, da sehen wir rechts, dann steigt normalerweise der Aktienmarkt, obwohl die Renditen eben nach wie vor im Bereich von 4,3% sind. Und dieses Narrativ, toll, super Wirtschaft. Und Anleihemärkte, sagte hier JP's Diamond, also bei 4,2% würde ich keine 10-jährige US-Staatsanleihe kaufen. Er erwartet, dass die bis 5,5% steigt und Öl sogar auf 120 bis 150. Jetzt weiß man nie genau, was Jamie Dimon mit solchen Aussagen im Schilde führt. Da wäre ich immer vorsichtig. Der Mann hat massive Interessen. Aber eins ist klar, Small Caps, die diese Wirtschaft eben abbilden, die US-Wirtschaft jetzt in Relation zum S&P 500, das sind ja international aufgestellte Konzerne auf dem tiefsten Stand seit 22 Jahren. Speculators gehen davon aus, wetten darauf, dass der VIX, dass der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, weiter fällt. Und wenn wir uns mal die Earnings Calls anschauen, dann sehen wir, Student Loans wird ein riesiges Thema. Also die Amerikaner, die jetzt dann ihre Studentenkredite wieder zurückzahlen müssen, das wird dem Konsum fehlen, deswegen steht jetzt eben die US-Wirtschaft an einem sehr kritischen Moment und das in einer Zeit, wo jetzt die Ersparnisse aufgebraucht sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite immer mehr Konsumenten sagen, es ist schwer an Kredite zu kommen. Jamie Dimon mit der kryptischen Aussage, es wäre ein großer Fehler zu denken, dass die Wirtschaft boomen würde mit so vielen Risiken da. Wie gesagt, ich misstraue Jamie Dimon grundsätzlich, weil dieser Mann in der Vergangenheit schon öfter Dinge gesagt hat, deren Gegenteil dann eingetreten ist. Und ich glaube nicht, dass er das sozusagen
wie soll man sagen, der Mann ist sehr gut informiert. Da sind sehr viele Interessen bei ihm im Spiel. However, kommen wir mal nach Deutschland. Hier sehen wir Europas Gasnachfrage extrem schwach weiterhin, weil sich dadurch oder darin die Malaise der Industrie in Europa zeigt. Hier sehen wir mal etwa oben, Heavy Industries worse off than during pandemic, also der deutschen Industrie geht schlechter als während der Corona-Zeit mit teilweise Lockdowns, muss man sich mal vorstellen, aber hier eben auch diese schwache Nachfrage nach Gas. Und wenn wir von Gas sprechen, die deutsche Bundesregierung versucht ja erstmal eine Energiewende zu machen und dann zu überlegen, kann das überhaupt gelingen? Und hier sehen wir mal der Anteil jetzt an der Stromproduktion in 2022 von Wind und Gas. Ist in etwa bei den Erneuerbaren insgesamt 14,4, Wind 7,4, Solar 4,5. Das ist ein deutlicher Anstieg. Hier sehen wir rechts mal diese Anstiege, wie jetzt die Erneuerbaren aufholen. Aber wenn wir jetzt mal den gesamten Energiebedarf sehen, dann decken Erneuerbare etwa 3% ab. Und das ist sehr mutig oder soll man sagen irre oder doof, dass man dann erstmal sagt, naja, wir haben nur noch Erneuerbare und schalten alles andere ab. Ich finde es doof. Habeck kriegt jetzt scheinbar Panik, der sagt, das darf nicht schief gehen. Das ist, du setzt alles auf eine Karte und wenn es schief geht, dann fällst du die Klippe runter. Warum gehst du nicht den sicheren Wanderweg? Verstehe ich nicht so ganz. Wir sehen Großhandelspreise den fünften Monat in Folge deflationär in Relation zum Vorjahresmonat. Aber zum Vormonat sind die jetzt wieder gestiegen. Aber wir sehen, da ist in Europa die Lage natürlich deutlich schlechter als in den USA. Wird die EZB jetzt dann übermorgen die Zinsen anheben? Ja oder nein? Wir sehen die Probleme am Wohnungsbau oder im Wohnungsbau in Deutschland. Stornoquote jetzt 20,7%. Nach 18,9% im Vormonat, das ist ein neuer Rekord. Wir sehen diese Krise und das war gleich, das wird hier nochmal ausführlicher dargestellt mit dieser Krise. Woran liegt es? Warum werden diese Projekte storniert? Erste Empfehlung als Artikel, zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Adler, großer Immobilienkonzern, muss jetzt Bestände verkaufen und nimmt neue Anleihen, nimmt frisches Geld auf zu einem Zins von 21%. Das musst du mal schaffen. Also wir sehen, da ist einiges in der Mache. Zweite Empfehlung als Artikel und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, Bank of America sagt, die Aktienmärkte stehen vor einem Umschwung. Lügen die oder sagen die die Wahrheit? Das ist die große Frage. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus, ciao.